Moin Moin ihr Lieben, wir stürzen uns direkt mal hier ins Getümmel. Einige Zeit ist es her, seit der letzte Guide hier über den Äther lief und wir sind schon bei Mechanic, dem neuen Händler. Genau darum soll es in dem Guide auch gehen, nämlich alle Neuerungen des Updates, alle Neuerungen an Items oder Änderungen an Items, die gemacht wurden. Ich habe mir bewusst Zeit gelassen mit dem Video nach dem Update 0.7.5, denn wir haben jetzt schon 0.7.6. als Hotfix eingespielt bekommen und es ist immer so, dass noch Sachen während des Updates quasi direkt danach geändert werden und das macht immer keinen Sinn, dann sofort ein Video rauszuhauen, weil eine Woche später kann die Information eventuell schon wieder veraltet sein. Das gilt natürlich auch jetzt. Das, was ich euch jetzt hier in dem Video erzähle, kann in einer Woche schon wieder, selbst in 2 Tagen schon wieder, nicht mehr völlig aktuell sein. Naja, gut. Was ist neu im Update? Wichtigste Änderung oder Neuerung? Ein neuer Händler. Mechanic. Ja. Cooler Typ. Kauft, verkauft, kauft in Rubel. Das heißt, wenn ihr Sachen in den Ankauf gebt, sozusagen, kriegt ihr Rubel dafür. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die Wertigkeit der Waffen ist genauso wie bei Prapor. Können wir überprüfen. 128.000 und 65.000. Ich meine, hier ist es exakt das gleiche. Genau. Also ihr könnt Waffen, wenn ihr bei Brapo Waffen bisher verkauft habt, könnt ihr das theoretisch nun auch bei Mechanic tun. Für Rubel. Also wenn ihr kaufen wollt von ihm, müsst ihr Euro haben. Ja, er verkauft seine Items in Euro oder tauscht gegen Bitcoins. Ja. Bisher war die Info hier immer Bitcoins. Tja, was mache ich damit? Ich habe jetzt hier 3 Bitcoins gefunden. Ah, habe ich immer gesagt, ihr wisst, verkaufen. War auch damals eigentlich ein guter Tipp, weil der Preis ist deutlich schlechter geworden für den Bitcoin. Ich weiß nicht, inwiefern die Preise in irgendeiner Form auch an den reellen Bitcoin-Preis koppeln. Da bin ich jetzt nicht so up-to-date. Ich bin kein Bitcoin-Miner. Aber es ist so, dass sich der Preis halbiert hat. Das, was ein Bitcoin vorher wert war, nämlich fast 2000 Dollar. Knappe, glaube ich, 1900 Dollar waren es. Ist jetzt genau halbiert worden. So. Was macht jetzt Sinn, hier zu kaufen? Was brauche ich? Was ist neu? Generell neu ist erstmal die Glock 17. Neue Pistole. Vielfältige Fitting-Möglichkeiten. Das seht ihr schon hier unten bei den unterschiedlichen fertigen Modellen. Ich werde dazu ein Video machen. Ein separates Video. Es ist aber selbsterklärend. Und generell bin ich persönlich aktuell noch nicht so der Fan von Pistolen oder des generellen Sidearms. Das Geld, was ihr hier in diese Pistolen steckt, ihr seht schon, ihr tauscht es gegen einen Bitcoin, steckt das lieber in ein Sturmgewehr. Ja, das gleiche Geld, was ihr hier ausgibt für eine Glock mit Fitting, haut das in eine MP5 von mir aus oder gibt es in eine AK-47. Ja, also eine AKM oder eine AK-74 zum Beispiel. Oder eine Vityaz, whatever. Habt ihr aus meiner Sicht mehr von als von einer Pistole. Generell muss man aber sagen, die Glock ist eine sehr gute Pistole. Sie ist relativ präzise im Schnellklicken, also wenn man schnell das Magazin leert. Sie hat extrem viele Fitting-Möglichkeiten. Ihr könnt einen Scope drauf bauen, ihr könnt unterschiedliche Suppressor, also Schalldämpfer drauf bauen und Laser und ja, geht alles. Macht die Waffe aber immer teurer. Zweite Information, wo wir gerade über die Glocke reden, ihr seht hier drüben auch schon eine MP5 mit Drumic. 9mm ist verbessert worden. 9mm macht jetzt etwas mehr Schaden und hat ein bisschen höhere Chance, Armor zu penetrieren. Heißt, man kann gerne auch wieder mal eine MP5 spielen, wenn man es nicht vorher sowieso schon getan hat. Jetzt wäre wahrscheinlich wieder mal die Zeit dazu. Wieso? Ihr habt schon das Wort Drumic gehört. Ihr seht, es gibt jetzt ein Drumic für die MP5. Das ändert am Fitting eben genau das. Die MP5, ihr habt ja den Fitting Guide von mir wahrscheinlich gesehen, wenn ihr die Waffe spielt. Man kann nicht viel bei der MP5 machen, aber jetzt gibt es zumindest mal ein neues Magazin im Vergleich zum Standard 30-Schuss-Magazin. So, haben wir viel geredet. Dann schauen wir uns nochmal noch an, was es sonst noch Neues gibt. Wir gucken uns mal die unterschiedlichen Abstufungen an. So, auf Level 1 ist Mechanic dabei, er verkauft euch die Munition. Die kriegt er bei Bravo und bei Peacekeeper auch. Er bietet euch das fertige Night Vision an mit Kopfbefestigung. Er bietet euch die Glock an, 244 Euro ist der Preis. Magazin und erste Verbesserung. Ne?
Wir hatten gesagt, der Bitcoin-Preis ist gefallen. Ihr könnt jetzt hier auch schon Waffen tauschen. Diese zwei Waffen machen Sinn zu tauschen. Ihr tauscht hier rund 4000 Dollar Wert an Bitcoins gegen eine voll ausgerüstete AKM bzw. gegen eine M4. Die M4 in der im Fitting-Status würde ich so nicht spielen, kommen wir gleich noch dazu. Die AKM ist sicherlich okay, anderen Buttstock dran und los geht's. Wieso? Ihr seht, es sind die jeweiligen Thermalscopes drauf. Ja, ihr kennt das Thermalscope wahrscheinlich schon, habt es vielleicht schon mal gespielt oder auch nicht. Ja, von Trigicon. Kostet knappe, glaube ich, 5.400 Euro bei Skier. Somit ist der Tausch hier sehr gut. Das heißt, ihr tauscht 4 Bitcoins und bekommt mehr zurück. Also es ist mehr wert, was ihr erhaltet, als das, was ihr ausgibt. Deutlich mehr sogar. Also die zwei Sachen machen durchaus Sinn. So, Level 2. Ihr seht, es gibt die Fort Armor. Zu Fort Armor sage ich später separat nochmal was. Hier gibt es jetzt die Fort Armor gegen einen Bitcoin. Es gibt das Waffencase gegen 7 Bitcoins schon ab Level 2. Ja, weil viele Leute immer gesagt haben, ah, die Kisten, Skill Level 4, dauert immer so lang. Therapist Level 4, anstrengend. Mechanik Level 2 und es ist eurer. Er hat auch aktuell noch keine Quests, also es gibt keinen Ruf, den ihr farmen müsst. Dann das Item ist vielleicht noch recht interessant. Das ist ein anderer Pistolengriff für die AS-Wahl. Ihr könnt damit einen anderen Buttstock als den Standard-Buttstock anbringen. Ist aus meiner Sicht eine Möglichkeit, ändert aber kaum was an den grundlegenden Stats, weil den Stock, den ihr draufbauen könnt, der ist nicht wirklich besser als der Standardstock der Auswahl. Kann man machen, muss man nicht machen, überlasse ich euch. Ist jetzt keine wichtige Änderung aus meiner Sicht. Ansonsten weitere Fitting-Items für die Glock. Level 3. Wichtigstes Item, Drum-Mag für die MP5. Zum Rest brauche ich eigentlich nichts sagen. Der immer noch völlig überteuerte Ausbrechschalldämpfer, weitere Fitting-Möglichkeiten, weitere fertig gefittete Glocks. Eure Entscheidung, ob ihr sie kauft oder nicht. Level 4. Hier das wichtigste Item, der Griff von Hera Arms, der CQR Tactical Grip. Hat ein 3,5 Minus auf Recoil und 10 Ergonomie Plus. Derzeit der beste Griff für jede M4. Passt an sonst leider keine andere Waffe bisher. Ansonsten Drum Mag für die Glock. Dieser Hera Arms Pistol Grip Stock lässt die Waffe sehr futuristisch aussehen, also die M4. Nicht gut. Macht keine guten Stats. Probiert es gerne aus, aber ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Okay, soviel zur Mechanik. Wenn er irgendwelche Sachen noch findet, wenn er sagt, genau das Item, Hans, das hast du übersehen, das ist eigentlich da und da auch noch geil, haut es in die Kommentare drunter. Ich habe mir auch noch nicht alles in bis ins Detail jetzt angeguckt, also ich habe mir nicht jedes Item einzeln angeguckt, aber das ist so das, was man auch, wenn man recht viele Gegner killt, sieht man ja auch, okay. Genau das Item, was man selber gesehen hat, sieht man doch öfter und alle anderen Items sieht man gar nicht. Das sind einfach Sachen, die tauchen dann halt auch nicht auf. Okay. Ich hatte euch gesagt, es gibt zu Fort Armor noch einiges zu berichten. So, ja, Fort Armor gibt es über drei Wege zu kaufen. Zwei Händler, drei Wege. Mechanik habe ich euch gezeigt. Level 2 auch hier schon gegen ein Bitcoin. Das heißt, ihr müsst ihn nur auf Level 2 haben, dann könnt ihr schon gegen den Bitcoin eine Fort Armor tauschen. Der Bitcoin Drop ist vermeintlich etwas höher geworden. Die Leute, die jetzt häufiger vielleicht Majockel-Runden machen, also Axt-Runden machen oder sonstiges, die öfter mal Shoreline zum Beispiel, die Villen, also die Cottages abfarmen, können da vielleicht mehr zu sagen. Gefühlt könnten vielleicht ein paar mehr Bitcoins droppen. Ich habe jetzt seit dem Patch drei Stück gefunden. Ja, das kann Glück sein, aber da kann ich jetzt keine Wahrscheinlichkeit benennen, ob das jetzt mehr ist oder nicht. Dann müsst ihr selber ein bisschen gucken. Weg Nummer 2 ist es bei Skier. Level 3 gibt es ihn jetzt gegen 5 Alkali Salzlösung hier, ne, und so. Oder Säurelösung.
Ist selbsterklärend, brauche ich euch wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Findet ihr wahrscheinlich am meisten im Hellfrisor. Alkali ist wie auch Hose, also diese Gartenschläuche, wie auch die Gastanks für die ganzen Peacekeeper-Quests, die es so gibt, in den Regalen, diesen Versorgungsräumen. Da immer in den Regalen schauen, mal auch im Treppenhaus und so. Auf Shoreline und sonst überall, wo Industrieloot liegt, wo Autobatterien liegen, wo Schraubenzieher liegen, wo Zangen liegen, überall da. Auch in Sporttaschen zum Beispiel findet ihr häufiger mal Alkali. 5 Stück und ihr habt eine Fortdauer. Skill Level 3, nochmal wichtiger Hinweis. Und weiterhin Skill Level 4 ist die Fortdauer gegen Goldketten zu bekommen. Jetzt nur noch 5 Goldketten teuer, nicht mehr 7 wie vorher. Okay. Was gibt es noch zu Fortammer zu sagen? Die Fortammer wurde geändert. Sie hat jetzt noch 45 Panzerungspunkte und nicht mehr 70. Genau deswegen, oder das ist jetzt eine Änderung, die noch ein bisschen hin und her ging. Direkt nach dem Patch war sie Armor Klasse 5 nur noch und hatte 50 Punkte. Dann war sie Armor Klasse 6 und hatte kurz mal nur noch 40. Und jetzt ist sie wiederum bei 45 Punkten angelangt. Ja, das waren drei Änderungen innerhalb von 1-2 Stunden. Genauso die Packerweste, also die Level 2 Weste, die wurde reduziert auf 40 Punkte und ist jetzt aber auch wieder bei 60, also die hat wieder den alten Wert. Das kann man jetzt halten, wie man möchte, gut finden, wie man möchte. Da müsst ihr euch selber ein Bild von machen. Also sie ist schwächer geworden, einfach weil sie nicht mehr so viel aushält. Aber sie Panzerung an sich ist noch genauso gut. Sie ist aber halt, die Haltbarkeit ist nicht mehr so gut. Ja, das ist jetzt die Hauptänderung. Probiert es aus, ich nutze sie weiterhin in fast jedem Raid. Weil es gibt ja auch keine Alternative dazu, muss man ja auch sagen. So, was gibt's noch Neues? Vielleicht schon im Inventar aufgefallen, dem einen oder anderen, da ist ein neuer Helm. Den gibt's bei Brapo. Der hier. Das ist quasi, oder ich glaube, es ist der gleiche Hersteller, der auch die Fortdauer herstellt, zumindest ist die Bezeichnung sehr ähnlich. Der 6B47 Helm kostet euch 50.000 Rubel, ist ab Level 3 zu haben. Hier, Prapo. Knappe 50.000, also jetzt 48.620 bei mir. Er hat die gleiche Armor-Klasse, also die gleiche Panzerungsstärke wie der Fast MT-Helm. Und ist deutlich günstiger, hat hier gute Werte. Also er zieht wenig Movement Speed, aber er ist halt sehr leicht. Hat aber halt nur 25 Armor Points. Das heißt, der Fast MT hatte 70 mit den Attachments, wie ich sie mal gespielt habe. Ja, also mit dem Gesichtsvisier und der Seitenpanzerung hatte er 70 Punkte und jetzt hat er nur noch 55 Punkte, aber trotzdem 30 mehr als dieser Helm. Ich befinde mich aktuell noch so ein bisschen in der Phase des Testens. Ich muss aber sagen, ich hatte das heute auch im Stream erst gesagt gehabt, dass ich die Geschichte recht gut finde. Also der Helm ist sehr günstig zu erhalten. 50.000 Rubel ist jetzt nicht die große Menge. Ihr braucht den Händler nicht auf Level 4 haben und er bietet euch eine sehr hohe Armor-Klasse. Ich hätte mir vorgestellt oder ich hätte mir vorstellen können, dass Battlestate das Ding so einordnet, dass er zwischen Fast MT und Kiva ist irgendwo. Aber eigentlich ist er jetzt auf der Stufe des Fast MT und deutlich besser als der Kiva. Also der Kiva-Helm ist jetzt auch schon ab Level 2 zu bekommen. Mal so viel zur Helmkunde. Also Helm, Kiva, Level 2. Das heißt, wenn ihr die Quest bei Ski machen müsst, ne, wäre er jetzt hier erhältlich. Ja. Das heißt, wir haben jetzt die Reihenfolge. Der Helme ist jetzt im Prinzip so, dass der Kolperkelm der schwächste ist. Armor Klasse 2, 25 Punkte. Dann haben wir auf gleicher Stufe, Armorklassenstufe, den Kiver. Armor Klasse 3, also eine höher, 40 Punkte. Und aber hier auch deutlich schlechtere Werte. Ihr seht, Turning Speed, Movement Speed 3 und 15. Und dann seht ihr hier 1 und 5 und Klasse 4. Aus meiner Sicht, Preis-Leistungs-Verhältnis ist das quasi der, man könnte sagen, der Dacia unter den Helmen.
Auch wenn er jetzt vielleicht nicht so günstig ist, aber er ist von der Preis-Leistung her wahrscheinlich das Beste, was er bei Tarkov zumindest aktuell bekommen könnt. Wenn ihr natürlich weiterhin genug Dollar habt, so wie mir es letztendlich ergeht, spielt natürlich gerne den Fast MT weiter. Was noch wichtig zu sagen ist, der Helm geht zusammen mit dem Headset. Das sieht gut aus. Also das kann man nutzen. Ihr seht, ich habe auch ein paar auf Lager davon. Also ich nutze ihn ganz gern. Auch hier, ich loot ihn von Gegnern wie auch von Skeffs. Also Skeffs haben jetzt Kiva-Helme auf und diesen neuen Helm. Und ja, so viel dazu. Ne? Also das sind die neuen Helme. Oder der neue Helm. So, dann mal zum Griff, den ich vorhin erwähnt hatte. Aus meiner Sicht ist das, so wie es jetzt hier zu sehen ist, von den gröbsten Items her das Beste, was man an der M4 fitten kann. Es gibt einen M4 Fitting Guide, der ist jetzt halt nicht mehr so super aktuell. Heißt, ihr braucht ein anderes Handguard. Ihr macht hier unten eine 6-Inch-Schiene dran, beziehungsweise bei dem Riss 2 geht es auch so, weil er keine extra Schiene braucht. Da baut er den Griff dran. NT4 Schalli. Gral Griff. Drum Mag. MOE Stock. Man kann auch den von der Remington verwenden, wenn man das möchte. Hier oben die einzelnen Items ist jetzt hier nicht getauscht, das ist auch nur ein gefundener M4 in dem Fall aus dem Raid von heute. Man kann den Upper Receiver noch ändern, wenn man das möchte, aber das war es im Prinzip schon. Also dieser Griff ist im Prinzip sozusagen en vogue. Das ist das Ding ist in und den sollte man nutzen, wenn man ihn denn kaufen kann. Bei der MP5 gibt es quasi nicht viel Neues zu sagen, aber auch hier nochmal der Hinweis. Ja, ihr habt hier das neue Magazin 50 Schuss, ansonsten ändert sich nichts. Ganz normaler MP5 SD mit Red Dot Scope, gleiches Schulterstück, aber 50 Schuss und ein bisschen mehr Schaden. So, das zu den neuen Items. Das war es im Prinzip auch schon. Mehr gibt es eigentlich fast nicht zu sagen. Ja. Es gab einige Bugfixes, es gab einige Verbesserungen, es wurde ein bisschen am Netcode geschraubt, es gab ein paar Fixes in andere Richtungen. Wie hat sich das Spiel entwickelt? Aus meiner Meinung ist die Entwicklung weiterhin eine gute. Wir wissen, ob der Probleme. Ja, es gibt andere YouTuber, es gibt andere Leute auf Twitch, die sagen, okay, aufgrund des Netcodes und der schlechten Performance spielen sie das Spiel erstmal nicht mehr oder meinen, das Spiel schlecht reden zu müssen, obwohl sie keine Ahnung haben. Ich für meine, sag ich mal, meinen Wissensstand sage, ich habe so viel Ahnung, um es besser zu wissen. Ja, es sind sehr, 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 sehr viele Baustellen offen. Vor allem der Netcode, vor allem die Performance. Trotz dieser Baustellen kann man, wenn man Shoreline mal ausklammert, sehr gut spielen. Auch wenn es immer wieder mal Lags gibt, immer wieder mal irgendwo was nicht richtig funktioniert. Und der Server vielleicht mal hakt und Items wegbuggen und sonstiges. Es ist eine Beta, es ist eine Testphase. Niemand muss das Spiel jetzt spielen. Ja, es können alle bis zum Release warten. Die Leute, die es jetzt spielen, müssen damit leben, dass es eine nicht fertige Version ist. Es gibt eine Roadmap für 2018. Ich hau euch die Links zu diesen ganzen Geschichten einfach mal noch mit in die Beschreibung unter dem Video. Da könnt ihr euch die Roadmap gerne mal durchlesen. Da sind einige sehr interessante Sachen drin. Ja, da geht es zum Beispiel um den Hideout. Es geht um neue Funktionen wie die Heilanimation zum Beispiel, um Rauchgranaten. Und auch, dass wenn ihr verletzt aus dem Raid geht, nicht sofort wieder geheilt seid, wenn ihr dann im Hideout seid, etc. etc. Ja, und natürlich auch Bugfixes und Game Changer. Also es wird einige Game Changer in dem Spiel noch geben. Leute, die sich jetzt an das Spiel gewöhnt haben, so wie es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist. Es wird sich noch sehr, sehr viel ändern. Das hoffe ich. Wenn der Plan, den Battlestate veröffentlicht hat, vor einigen Tagen so umgesetzt wird dieses Jahr, und selbst wenn nur die Hälfte umgesetzt wird und gut umgesetzt wird, haben wir hier einen richtig, richtig schönen Rohdiamanten, den es gilt fertig zu schleifen. Der ist aktuell schon mal gefunden worden, der Diamant, ja. Er ist im Begriff geschliffen zu werden. Ein paar Ecken sind schon ganz schön, aber wir haben noch viele Schmutzeinschlüsse, ja, Dreckeinschlüsse, die wir noch loswerden wollen. Wenn wir das erledigt haben, dann haben wir irgendwann wahrscheinlich ein Top-Game für, sag ich mal, ein Spielerfeld von Hardcore-Gamern, die eben Sachen wie Armageddon gespielt haben und auch alles andere in der Richtung.
So viel dazu, so viel zu meiner Meinung. Das kann jeder gern anders sehen, das sage ich auch immer dazu. Ja, meine Meinung ist nicht die, die zählt. Und auch nicht die einzig wahre und die nur einzig richtige. Bildet euch selber eine Meinung zu dem Game. Probiert es aus und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann gibt es ja immer noch ganz viele andere Spiele, die man auch spielen kann. Na, so ist das Ganze. So, ja, so viel auch zum Update. Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Sollte ich irgendwas vergessen haben, dann ist das eben wie immer so. Hauen wir es irgendwann nochmal nach. Ich gucke mal, was ich als nächstes mache, videomäßig. Wenn ihr eine Idee habt zu einem Video, gern einfach auch in die Kommentare hauen. Wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, wo ihr sagt, das könntest du uns mal zeigen. Das hast du uns vielleicht noch nicht so richtig erklärt oder würde ich vielleicht eher mal in dem Video mehr angucken als jetzt vielleicht im Stream. Haut es in die Kommentare. Ich gucke es mir an und schauen, ob wir es umsetzen können. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Samstag, denn der ist noch gerade. Und dann auch einen schönen Sonntag. Und viel Spaß weiter in den Tag auf, viel Spaß mit dem neuen Update, viel Spaß mit der Glock, mit den Änderungen, mit allem, was so da ist. Wenn irgendwas ist, wie immer, meldet euch bei mir. Haut rein, Leute. Schön, dass ihr da wart. Und wir sehen uns hauptsächlich auf Twitch. Und ab und zu auch hier auf YouTube. Bis denn.